Event News attackiert und reflektiert. Ein Moment zum Reflektieren. In diesem zeitbegrenzten Turnier treten alle Kämpfer mit dem Status Reflexion an. Geschosse, die dich treffen, gehen postwendend zurück. Je weiter du dich vorkämpfen kannst, desto besser der Geist, den du als Preis erhältst. Ach was. Dies wäre auch tatsächlich der einzige Grund, weshalb ich an so einem Turnier teilnehmen wollen würde. Den Geist würde ich schon sehr gerne haben für den Geistermodus, wisst ihr, was ich meine? Aber meine Skills, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für so ein Turnier. Eieiei, okay Leute. Wir machen wie gewohnt weiter mit dem klassischen Modus und dieses Mal ist der Charakter Pit dran. Geisel der Dämonen. Okay, alles klar. Warte mal, ich habe aus Versehen auf Bowser gedrückt. Ja, genau. Genau, mit Pit wollen wir unterwegs sein. Interessant. Den Charakter kennt man ja schon sehr, sehr lange, ne? Okay, mit dieser Stufe fangen wir an und ich hoffe, dass ich mich dieses Mal etwas besser machen kann. Dunkle Samus, ja, gegen diese Person haben wir schon des Öfteren gekämpft. Ich habe schon mal kurz mit Pit gekämpft gehabt und ich finde das so cool, wenn man die Möglichkeit hat, mit Pit zu spammen. Schaut euch das an, ich drücke gerade nur auf den A-Knopf. Wie viele Attacken werden denn innerhalb von wenigen Sekunden ausgeführt, wenn ich doch nur einmal Dunkle Samus erwischen könnte mit dieser Spam-Attacke. Heftig, das ist so heftig. Oh, die Bombe. War das eine Zeitbombe? Oh, der Smash-Button. Pass auf, Pit. Genau, wir wollten uns ja höchstwahrscheinlich nochmal die Techniken anschauen. Palutena-Bogen, Aufwärtsarm, Flugfähigkeit, Schild, Orbitare, Streitwagen des Blitzes. Ja, so wie es aussieht, bekommt der Pit Unterstützung von zwei Pferden. Geh mal weg, geh mal weg. Oh nein, Mann. Ich brauche viel zu lange. Gut, dass ich hier mit Bögen handeln kann. Aber ich habe die Smash-Attacke, glaube ich. Ah, doch nicht. Okay, ich dachte schon, dass ich die Smash-Attacke sehr, sehr schlecht eingesetzt habe. Aber man hat ja nochmal die Möglichkeit, den Gegner anzuvisieren. Was ist, wenn der Gegner plötzlich in dem Moment wegspringt? Wird der Gegner dennoch anvisiert oder war es das dann? Also sprich, die Richtung bleibt dieselbe, für die man sich am Anfang entschieden hat. Vielleicht hat ja der eine oder andere schon damit Erfahrungen gemacht, mit Pit und mit dem Ultra Smash Button, beziehungsweise mit der Attacke. So, Papa und Sohn, der ist. Kein Problem. Oh, dieser Pilz, nein. Der ist, ah, okay, für mich ist der gut. Aber für die Gegner nicht. Die kriegen dann voll die Krise, die wissen nicht mehr wohin. Aber wir machen auch damit ein bisschen Damage, ist ja cool. Aber ich habe keinen Bock mehr auf diesen Pilz. Ablegen. Nein, Pete. Da ist der Smash-Button. Jemand meinte neulich in den Kommentaren, dass ein Smash-Button kein echter Smash-Button ist. Ey, pass mal auf, Mann. Ich hab nur vergessen, wo da der Unterschied ist zwischen den Buttons. Vielleicht werde ich das aber noch herausfinden. Ja, schön geflogen. Okay, da hat sich jemand verabschiedet. Oh nee, ey, pass mal auf, Mann. Was machst du denn, Pit? Gib ihm, Pit. Pit, ich drück doch die ganze Zeit auf den A-Knopf. Oh nee, na toll. Das ist demotivierend. Mist, ey. Mist. Krieg ich doch die Krise. Oh, cool. Das sieht cool aus. Okay, nach oben drücken und auf B. Geht auch voll ab. Boah, das sieht aber auch richtig schön aus. Falsche Richtung. Ey, Mann. Was ist denn? Ey, Bowser ist... Nein, ich hab verloren. Ja, Mist, ey, das ist doch nicht mehr normal. Warum bin ich so schlecht? Das ist schon mittlerweile der 23. Part, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das bei mir von Charakter zu Charakter unterscheidet. Mit Ganondorf habe ich bis jetzt am besten gekämpft. Erstaunlicherweise. Aber der ist auch zäh, der Ganondorf, ohne Witz. So, weg mit dir, Mann. Du gehst mir so auf die Nerven die ganze Zeit. Captain, komm. Oh, Mist, ey. Komm jetzt. Na, endlich. Nee, doch nicht. Okay, jetzt aber. Gib ihm nach oben. Nochmal. Jetzt, nochmal. Und jetzt mit B. Ach, Mist, ey. Runter. Sehr schön. Oh, diese Runde hat lang gedauert. Mist, und zweimal verloren in einer Runde und das ist noch nicht mal der Final Fight. Das ist, ne,
so eine Angelegenheit, darauf muss man ja schon in den ersten Runden klarkommen, weil man sich ja sicherlich selbst denken kann, okay, da werden mir sehr viele Punkte abgezogen. Und wo ich gerade über Ganondorf gesprochen habe. Der ist echt nicht zu unterschätzen. Und diese Attacke, die ist mega cool von Ganondorf. Pass auf, Pit. Verlass nicht die Bildfläche, sonst haben wir ein Problem. Komm her. Genau, stimmt. Die Seiten wechseln. Das wollte ich auch nochmal mir reinziehen. Schon wieder vergessen. Ja, es gibt halt so viele Spiele, ne, die man spielen möchte, Leute. Ist ja nicht so, dass ich 24 Stunden durchspiele. Aber angenommen, ich habe so 6 Stunden Zeit. Und ich spiele davon, sagen wir mal, 5 Stunden. Dann spiele ich höchstwahrscheinlich dieses Spiel, jenes Spiel, dieses Spiel. Finsterer Pit. Also im Moment spiele ich ja sehr viel Pokémon Schwert, den zweiten DLC. Und Super Mario Maker 2 wird jetzt auch, glaube ich, demnächst ein Spiel, was ich des Öfteren spielen werde, da das Let's Play zu Ende ist. Jetzt geht's los mit dem Online-Modus. Dennoch werde ich einige Parts für das Solo-LP ausbringen. Ich habe zwar das Spiel jetzt zu 100% durchgespielt, aber da gibt es noch einige Nintendo-Leveln, die man sich anschauen kann. Ich bin wieder da. So, ich will das Item haben. Weg, weg, weg. Oh. Wobei mir wäre, glaube ich, nichts passiert, da ich das Item eingesetzt habe. Was auch ziemlich unlogisch ist, aber okay. Pack ihn. Ich habe eine Blume losgeworfen. Gib ihm. Oh, schade. Diese Arena. Hey, wer ist denn da hinten? Hey, wer ist das denn? Ey, da ist ja eine riesige Frau. Oder ist es ein großes, kleines Mädchen? Ich kann das gar nicht erkennen. Komm jetzt. Nochmal. Ui, das sieht ja richtig schön aus. Im Intro kann man ja für eine Sekunde oder so genau so ein Bild sehen. Beziehungsweise das Bild von diesem Hintergrund. Das sieht ja richtig cool aus. Das war also diese Arena und ich bin weg vom Fenster. Wie kann ich denn da nur durchfallen? Also dieser Part wird hier noch schlimmer als der letzte Part. Mist, ey. Und der Part davor war ziemlich okay. Ich hoffe, dass der nächste Part besser wird. Oh, okay. Ich glaube, ich habe mich damit ein bisschen gesaved. Das war aber heftig. Das war ja mega cool. Okay. Bayonetta. Ich frage mich gerade, wie oft ich schon gegen Bayonetta gekämpft habe. Nicht so oft, glaube ich. Ups, da habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Boah, voll die heftige Attacke. Sowas kann Janemba aus Dragon Ball auch. Komm jetzt. Mist. Mist, Mist. Okay. Spring, spring, Pit. Nein. Pit. Oh, sehr schön. Oh, die Arena ist auch cool, ne? Die Arena ist auch mega cool. Oh, ey, ich genieße gerade die Arena, Leute. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und der Hintergrund, ist das denn nicht schön? Oh, ich wünsche mir, dass wenn wir mal im Online-Modus spielen sollten, dass wir uns deshalb darum für diese Arena entscheiden. Die ist goldig. Und Smash-Button, Junge, Mist, ey, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Falsche Richtung, was machst du denn da? Ey, wenn du jetzt verlierst, hast du es verdient. Ich sag's dir. Das ist doch richtig blöd, was ich jetzt gemacht habe. Hör mal auf, Bayonetta. Nein, nein, pass mal auf, Mann. Oh, aber, ach was, ich bin noch da. Ich brauche den Stern unbedingt. Ja, endlich. Dieser Stern ist heftig, Mann. Was ist besser, der Stern oder der Smash-Button? Ich glaube, der Smash-Button, aber dieser Stern ist auch richtig goldig und super funktionstüchtig. Tüchtig. Palutena. Palutena ist auch irgendwie wie Zelda drauf, ne? Sieht irgendwie nett und elegant aus. Und sie kann kämpfen, doch. Sie kann original kämpfen. Jetzt geht doch weg. Achso, du bist mein Kumpel. Was, das war schon? 2 gegen Palutena. Ach, hör doch auf. Okay, dafür sollten wir viele Punkte kriegen, oder? Ja. 0,8. Okay, alles klar. Bonusspiel. Okay, lauf, Pet, lauf. Wir müssen gewisse Sachen, die wir schlecht gemacht haben, jetzt in den letzten Runden jetzt gut machen. Ja, nice. Das war doch mal eine nette Aktion. Ja, sehr schön. Weiter, du kannst noch mehr kaputt machen. Du bist stark. Ja, okay, gut. Punkte nehmen wir mit. Ach ja. Vielleicht liegt es daran, weil ich meistens vor den Smash-Parts nicht esse.
Deswegen bin ich so unkonzentriert. Ey, sag mal, wie soll ich das denn hier aushalten? Weg, 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 Kollege. Hallo. Hier kannst du bitte weggehen? Ich meine das ernst. Du auch bitte. Schnell. Ja, raus, raus. Pit. Lauf doch, Junge. Mach doch nicht solche Seitensprünge, als wären wir hier im Sportunterricht. Runter, schnell. Ja gut, alles klar. Jetzt kann ich wieder auf entspannt machen. Ob ich es schaffe, diese Punkte da noch zu kriegen? Naja, ist auch nicht so einfach. Ich muss hier erstmal diese Blöcke kaputt machen. Und ich habe jetzt schon Zeit verloren. Raus da, Junge, hör auf jetzt zu spammen. Sei nicht so crazy. Okay, alles klar. Wir haben es geschafft. Geschafft. Doch mit Pit mag ich es sehr gerne, den A-Knopf permanent zu betätigen. Die Ausführung von der Attacke ist einfach cool. Meisterhand und Crazy Hand Team Smash. Finsterer Pit und so. Ja, interessant. Boah, okay. Boah, boah, pass mal auf, Mann. So. Ich sollte erstmal keinen konkreten Gegner anvisieren, sondern sollte alle bzw. beide treffen. Immer dann, wenn ich kann. Ja, sehr schön, Pit. Ja, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, sehr schön. Im richtigen Augenblick dieser Attack eingesetzt. Nochmal, sehr schön, das war auch gut. Jetzt nochmal vielleicht. Jetzt runter. Jetzt gib ihm. Spring. Spring, 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 spring. Ah, pass auf, pass auf. Pass auf. Sehr schön. Die sind noch in der Runde. Wo bin ich? Bin ich? Da bin ich. Ja, sehr schön. Du kommst jetzt auch her. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Achso, okay. Die andere Hand hat sich gerade verabschiedet. Spring, Pit. Pit. Pit, Pit, Pit. Pit, du darfst jetzt nicht verlieren. Wir haben schon zu oft verloren. Mist, ey. Wieder so eine geschenkte Runde. Oh nein, wo bin ich? Hallo? Ah, nice. Ah, das war ich. So liebe ich es zu smashen. Oh yeah. Jetzt bin ich gespannt auf den Herausforderer. Na, 6,3. Ich hoffe, dass der nächste Part besser wird. Ich werde mir jetzt richtig viel Mühe geben. Beziehungsweise ich werde mir noch mehr Mühe geben, als ich es sonst tue, denke ich. Auf die Credits werden wir jetzt verzichten. Ja. Damit ich schnell den nächsten Part aufnehmen kann. Weil jetzt bin ich gerade voll heiß. Bin auch voll motiviert. Und habe jetzt auch gerade was gesagt, ne? Das will ich einhalten. Ja, Mann, da ist der Pete. Ja. Finde ich cool. Ist ein leichtes Bild. Ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, heftig. Aber es ist halt gechillt. So, dann checken wir mal kurz die Belohnungen ab, bevor wir den nächsten Kampf gegen den Herausforderer bestreiten können. Kämpfergeist. Zwergkucklich. Okay. Insgesamt 11 Belohnungen. Ultrastörer. Snacks. Goldmünzen. Das geht doch klar. Eishockeymaske. Okay. Gut. Direkt weiter. Ein neuer Gegner. Das ist doch Samus. Oder? Dunkle Samus. Ach was. Auch nicht schlecht. Ah, die Arena, die kennen wir ja schon bereits. Auch eigentlich eine nette Arena. So, dieser Kampf dient jetzt als Aufwärmung. Yo, nochmal. Pass auf. Komm. Wo bist du? Nein, du darfst nicht runterfallen. Komm jetzt. Gib ihm. Ich meine, gib ihr, aber halt, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Gib ihm ist ja eigentlich so ein normaler Spruch, wenn du zum Beispiel irgendwas machst und jetzt komplett alles raushauen willst und gewinnen willst, zum Beispiel in irgendeinem Spiel. Mach jetzt, komm, 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 gib ihm. Nice. Dunkle Samus ist nun dabei. Okay. Als nächstes ist dann Zero Suit Samus dran. Ja, ich hoffe, so wird es auch aussehen. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Ratschläge habt, gebt sie mir gerne in den Kommis. Darüber freue ich mich immer wieder. Ansonsten danke für den Support und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.